Hallo zusammen, it's been a year. Jedes Jahr aufs Neue versuchen wir neu zu vloggen und Videos zu machen. Die Katzen streiten im Hintergrund, einfach ignorieren. Ja, wir dachten, wir fangen mal mit was Seichtem, Leichten an und nehmen euch heute so ein bisschen mit, wie wir unser schönes Homeshooting machen. Und man sieht hier schon ein Sneak Peek. Jawohl. Die Katzen. So, willkommen in unserem Set. Wir sind jetzt hier schon mal fertig mit den Bildern. Ja. Und jetzt machen wir noch ein paar von mir. So, wir sind jetzt fertig mit den Fotos machen. Ja. Und hier könnt ihr mal ein paar der fertigen Bilder sehen, wenn ihr möchtet. Und ja, jetzt räumen wir das Set wieder auf und es gibt Essen. Wir machen heute mal wieder ein paar Fotos. Man ist hier schon frei dabei. Und ja, wir sind gerade in Stuttgart. Es ist ein bisschen kalt, es ist ein bisschen regnerisch. Ich hoffe, man hört mich. Es ist ein bisschen windig. Wir fühlen uns sehr süß, wir fühlen uns sehr fein. Und ja, können wir nachher noch ein paar kleine Impressionen reinmachen. Und auch die fertigen Bilder, die dann noch dazu kommen werden. Und ja, wir besuchen die liebe Chine heute, oder eigentlich gestern schon. Wir waren gestern in Tanz der Vampire und hier auch ein Bild einzufügen. Es war sehr, sehr fein, es war sehr schön, wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Sehr viele neue Cosplays, die geplant wurden. Und ja, machen wir uns dann später wieder auf den Rückweg und machen jetzt noch weiter fleißig Fotos und versuchen noch weiter Videos zu machen. Müssen erstmal wieder ein bisschen reinkommen, das ist nicht so einfach. But we try our best. Okay, hier ist nicht mehr ganz so schön, aber trotzdem. Wir gehen weiter. Wir sehen schön aus. Ja. Ja. Okay. Yay. It's a web. It's a web. Kaffee geholt. Kaffee. Weil es war sehr kalt und ja. Wir haben einen Dreckfilter drauf, aber er sieht schön aus. Ja. Yay. Wir haben uns Kaffee geholt, wir haben uns Snackies geholt und jetzt fahren wir zurück. Yes. Ja. Evo. Hallo. Wir sind auf dem Heimweg. Es war ein wunderschönes Wochenende. Oh, es ist ganz schön dunkel jetzt. Ganz schön dunkel. Ja, wir fahren jetzt nach Hause.
Heute versuchen wir mal, das hier vielleicht fertig zu bekommen. Who knows? Bisschen was ist schon gemacht. Und wir haben eine neue Art und Weise, wie wir unsere Wig-Sachen lagern. Und ich lebe sehr dafür. Und stay hydrated mit einem süßen Buddybecher. So, ein kleiner Zwischenschritt. Ja, es wird. Ich bin noch nicht so ganz happy damit, aber ich glaube, das wird ganz fein. So ist jetzt gerade von hinten. Ui, genau. Wir haben auch schon Schwerter geklebt. Ja, das hat meine werte Freundin gemacht. Und die sind jetzt einmal auch schon mit Quicksil versehen. Und ja, dann bereit auch angemalt zu werden. Hier sind wir jetzt mal fertig. So sieht's aus. Was wir jetzt noch machen müssen, ist die Seite hier ein bisschen dunkler machen, damit sie anders aussieht als der Rest. Und dann hier oben noch einen kleinen Ansatz kleben. Aber da haben wir gesagt, das machen wir erst, wenn wir hier das alles mit Airbrush dunkler gemacht haben, damit eben der Ansatz nicht auch vielleicht dunkler wird. So, wir haben hier unsere zwei fertig geklebten Schwerter. Der steht einmal Caitlin. Und jetzt schauen wir mal, was mit unserem dritten Schwert ist. Also die ersten Teile sehen schon mal sehr, sehr schön aus. Ja, das wird richtig fein. So, sind die zweiten Teile bereit, zu gedruckt zu werden. Und ja, dann sehen wir später mal, ob es auch was geworden ist. Dann schauen wir doch mal, wie geht es den restlichen Teilen. Schön. Sehr gut. Dann können wir sogar mit den letzten Teilen schon starten. Guten Morgen oder Mittag. Halb elf. Halb elf. Für die meisten noch morgen. Uns geht's heute in den Tiergarten. Wir warten jetzt noch auf den Blatt und dann. Ja, was würde ich denn sagen? Ja, also gut. Genau, wir warten jetzt noch kurz, müsste jetzt gleich da sein. Und dann geht's heute in den Tiergarten. Thank you.
an den letzten Schritten für Roy und Caitlin für morgen. Und drüben sind die Schwerter weiter in der Mache. Und da oben sind die Teile für Ciris Schwert. Und es sieht katastrophal hier aus. Yay! Hero, es ist der Abend vor dem Shooting. diese schwarzen Punkte sind Creme gegen Pickel, weil wir genau da natürlich Pickel bekommen. Es ist immer so. Jenny testet gerade, welche Größe Tattoos wir für mich morgen brauchen. Und dann sind es nur noch die Final Steps für. Mittlerweile 6.23 Uhr, das heißt, es ist fast schon eine normale Uhrzeit für uns. Wir fangen jetzt mal an, uns zu schminken und mit Kaffee. Mit Kaffee und hoffen, dass alles gut funktioniert. So, es ist mittlerweile 8.30 Uhr und wir sind unterwegs. Nachdem es etwas stressig war. Ja, lieben wir. Aber wir versuchen positiv zu bleiben. Noch sollen wir pünktlich kommen. Wir hoffen, das bleibt so. So, wir sind hier. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nur 3 Stunden. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber wir haben ein paar Videos schon gemacht und werden sie noch weitermachen. Und die können wir dann damit einschneiden, auf jeden Fall. Yay! We'll be right back.
Pause, wir haben geduscht, wir haben Kaffee. Jetzt kann der Tag weitergehen. So, wir haben May auf dem Schoß. Jo. So, it's complete now. Wir gönnen uns jetzt noch ein bisschen YouTube und dann Spannung. Spannung und Bilder gesichtet. When you think you're this, but actually you're this.